Hallöchen, sorry, ich musste noch das Mikrofon ein bisschen einstellen und habe zu früh auf Play gedrückt. Ich konnte es nicht erwarten. Wir machen weiter. Nächste Folge, nächstes Glück. So, wir sind vergiftet und zwar gar nicht so ohne. Können wir uns hier ausruhen ohne Probleme? Dann ruhe ich mich mal bis zur vollständigen Heilung aus und dann schauen wir, ob wir schneller sterben, als wir uns heilen. Nein, es ist im Griff. Es ist im Griff. Und ewig dürfte das Gift ja auch nicht halten, Helden. Ich glaube, wir sind entgiftet, oder? Ja, sieht gut aus. Das war aber echt eine schwere Vergiftung. Die hat uns ganz schön zu schaffen gemacht jetzt am Anfang. Hat den Heilprozess ganz schön verlängert. Aber jetzt ist alles gut. Und wir ziehen weiter Richtung Bunker 13, wo wir uns unseren Begleiter holen. Der übrigens den Kampf gerade mit dem Raketenwerfer höchstwahrscheinlich nicht überlebt hätte. Ah, ich werde so bereuen, dass ich den mitnehme. Aber ich bin so einsam. Ich will doch nur einen Freund. Dass die mir hier immer die Tür vor der Nase zu... Nein, ich komme zu spät. Ich komme zu spät. Ich mache keine Scherze. Das passiert wirklich in einem gewissen Punkt in der Story. Das ist leider offizielle Lore und unvermeidlich. Man kann leider nichts machen. Die Frage ist Goris auch weg? Nee, Goris steht hier noch. Die Überwachungskameras haben alles mitgeschnitten. Sieh dir die Aufzeichnungen an. Okay, leider können wir jetzt nicht mit ihm reden. Die Überwachungskameras. Aufzeichnung des Überwachungssystems wird abgerufen. Holographische Wiedergabe wird gestartet. Du bist als letzter noch übrig, Grutar. In Kürze das Schlachtfeld, bla bla bla. Sagt einem sogenannten Präsidenten, dass er dafür in die Hölle in der Hölle schmoren wird. Was soll's, letztendlich seid ihr doch nur sprechende Tiere. Das kann schon sein. Aber wir sind bei eurem Experiment entstanden. Wir haben euch unsere Entstehen zu verdenken. Und nun versetze ich dir den Todesstoß. Als ob Menschen nicht auch sprechende Tiere wären. Was sind wir denn bitte sonst? Pilze? Pflanzen? Naja, die Enklave war hier und hat alle ermordet. Alle tot. Alle tot. Nein. Ich finde das echt super, super tragisch. Die sind wahrscheinlich in der gesamten Fallout-Welt meine Lieblingsfraktion. Die einzigen, die moralisch wirklich überlegen sind. Ich hege den Wunsch, meine Brüder zu rächen. Du recht. Wir töten. Ronald Dump. In dem Moment sind zu viele Leute in deinem Team. Ich mag keine großen Gruppen. Na gut, aber was, wenn ich diese Tabletten hier nehme? Du dann denken anders? Goris zögert und du hast das Gefühl, äußerst scharf gemustert zu werden. Es wäre mir eine Ehre, wenn ich dich begleiten dürfte. Cool. Cool, jetzt sind wir beide quasi auf unserer neuen heiligen Quest auf Rache. Unsere Quest auf Rache. Ja, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe ganz plötzlich das Gefühl, dass mein Rudel Probleme hat. So leid es mir tut, ich muss weg und nach meinen Brüdern sehen. Okay. Ich glaube, ich verstehe schon. Eigentlich, wenn dieser Event passiert, kommt dieser Text, wenn man ihn schon rekrutiert hat. Ich habe ihn jetzt erst rekrutiert, deswegen war das komisch. Ist er jetzt unser Begleiter? Nö. Du recht, wir töten. Ende. Ah, ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt ist er kaputt. Es wäre mir eine Ehre, wenn ich dich begleiten dürfte. Und dann steht er spontan wieder da und kommt nicht mit mir mit. Ich glaube, dadurch, dass die Reihenfolge jetzt irgendwie komisch war, ist jetzt Goris kaputt. Kein Goris-Begleiter. Kein dynamisches Duo auf der Suche nach Rache.
Ich werde das Gebiet neu laden und es nochmal versuchen, aber ich befürchte, dass Goris Begleiter-Skript ist quasi gerade explodiert. Ja, Goris ist kaputt. Ach, come on. That sucks. Das ist ja echt doof. Oh, wow. What happened? Ich habe gerade irgendwie eine Anleitungstaste gedrückt. Von der wurde mir in den Kommentaren erzählt. Aber ich hab's nicht geglaubt. Tja, so kann's gehen. Was war denn das? War das F2? Nee. F1. Ah ja, guck dir das an. Quick Help. Steht da auch, wie man kaputte Begleiter wieder repariert? Ich glaube nämlich eigentlich, ne, ich verstehe schon, ich hätte ihn als Begleiter mitnehmen sollen, dann hätte er irgendwann sagen müssen, er muss jetzt nach Hause, dann hätte er gesagt, schau dir die Videoüberwachung an und so hätte dann alles seinen Lauf genommen. Aber in unserem Fall hat das eben leider nicht funktioniert. Ich hätte dann erst, hat alles keinen Zweck mehr. Ich versuch's jetzt nochmal, nachdem ich nochmal beim Terminal war. Weil er müsste eigentlich, ne, naja. Nee, ist kaputt. Schade. Wirklich schade, Mensch. Ich habe mich jetzt gefreut. Goris ist der Einzige, der mitkommen will, den wir mitnehmen können. Ich habe jetzt extra mit Mantis bin ich hierher gekommen und dann ist er jetzt kaputt. Da hilft, glaube ich, auch kein Neuladen, weil einfach der Event eingetreten ist, bevor ich ihn zum ersten Mal rekrutiert hatte. Und das war das Problem. Und das wird immer wieder passieren. Dann bleibt Ronald wohl doch alleine. Ein einsamer Held. Es ist wahrscheinlich besser so. Wir hätten Goris nur in Gefahr gebracht. Der ist nicht bereit für die Welt da draußen. Der ist nicht bereit dafür. Naja, dann haben wir die Reise wohl ein bisschen umsonst gemacht. Wir sollten jetzt eigentlich nach Navarro und versuchen, irgendwie die Vertibird-Pläne zu klauen. Das wäre jetzt das sinnvollste Anlaufziel für uns eigentlich. Und das machen wir. Och, ich bin jetzt echt ein bisschen enttäuscht. Ich bin echt enttäuscht. Eine Karawane. Geräusch. Ups, Verzeihung. Geräusche aus der Höhle. Feuergeckos? Nope. Machen wir nicht. Da gehen wir lieber weg, ganz schnell. Leg die Waffe ab. Oh Gott, das war knapp. Die hätten beinahe, glaube ich, da hat nicht mehr viel gefehlt. Naja. Oh nein, komm schon. Das ist echt nervig jetzt, weil das sind so schwache Gegner. Aber so viele, die so oft ziehen dürfen, das ist jetzt einfach... Aber weglaufen dauert auch ewig. Deswegen kämpfe ich jetzt doch lieber. Aber eigentlich ist das jetzt echt für den Arsch. Naja, ich kann mir richtig vorstellen, wie wir mit unserem riesen Vorschlaghammer diese kleinen Käfer einfach voll in den Boden stampfen. Schlag für Schlag. Quatsch. Wenn die auf unserer Rüstung sitzen und dran rumragen, nagen und wir das überhaupt nicht merken. Wenn der Kampf dann vorbei ist und alle zermatscht sind, sitzt wahrscheinlich noch einer auf unserer Schulter und beißt irgendwie ins Metall. Und wir gehen einfach, weil wir denken, es sind alle tot. So stelle ich mir das ungefähr vor. Und die hören nicht auf zu rutschen. Das ist schon lustig auch. Der hat gerade überlebt. Das glaube ich ja nicht. Verrückt.
Das Viech hat gerade echt den Schlag überlebt. Dich nenne ich Petromilian und werde dich behalten. Adoptieren. Petromilian, er ist ein Held und jetzt wird er getötet. Tschüss, Petromilian. Tja, jetzt ist er Gottesanbeterin Matsch. Wie ist der Kampf schon vorbei für euch jetzt aus eurer Sicht? Oder warum? Weil der eine läuft weg, der andere tut nichts mehr. Ah, jetzt kommt er wieder. Okay. Von mir aus können wir den Kampf dann beenden, weglaufender Gegner da oben. Wollen wir mal nicht so sein. Ach, ohne Begleiter ist auch das Erobern der Banditenhöhle, der Raiderhöhle, irgendwie nicht das gleiche. So viele Erfahrungspunkte bringen die dann bestimmt auch wieder nicht. Dass sich das wirklich lohnt. Das lohnt sich eben eher, weil es ein echt cooler Platz ist, um sich da niederzulassen. Eine Riesenhorde Aliens. Na, so riesig ist die Horde auch wieder nicht. Lassen wir sie mal auf uns zuwatscheln. Wie mit den Tentakelarm schwingen beim Laufen. Ist irgendwie fast schon niedlich. Lal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 a. Komm. Augen. Nein. Ach, man muss schon sagen, nächster Zug verspielt. Dadurch, dass ich mit dem Hammer die Gegner immer 5 Kilometer über den Boden schubse, dauern die Kämpfe halt einfach ungefähr 10-mal so lang irgendwie. Ich glaube wirklich, also ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, die Hälfte der Zeit gucken wir irgendwelchen Gegnern zu, wie sie über den Boden schlittern. Ich muss das mal stoppen. Ich habe doch... wo ist denn mein Handy? Kann ich mit meinem Handy 2 Zeiten gleichzeitig stoppen? Oder bräuchte ich da 2 Handys? Ich finde mein Handy auch nicht. Scheiß Handy. Nie ist es da, wo man es braucht. Ha, das war gerade wieder komisch, weil erstens, war da keine Animation. Es steht da, er wurde getötet. Es steht aber da einfach noch neben mir. Ja, das war super weird. Ach so, ich habe keinen Chat genommen vor dem Kampf. Deswegen geht sich mit den Aktionspunkten nicht aus. Jetzt verstehe ich, habe mich schon gewundert. Da mache ich halt 2 normale und einen gezielten Schlag. Eh krass, dass ich trotz Chat-Abhängigkeit jetzt einen normalen und 2 gezielte Schläge machen kann. Diesmal schlittern die gar nicht so viel. Nein. Ich hasse es. Autsch. So, Hammer wieder ausrüsten. Ah, das war jetzt echt eine unnötige Runde. Musste das passieren jetzt unbedingt? Das verzögert alles so unglaublich. Dabei habe ich die Kampfgeschwindigkeit schon ziemlich hochgeschraubt. Sehr viel schneller geht sie nicht mehr. Okay, aber jetzt machen wir kurz einen Prozess hier. Gibt's ja wohl nicht. Aber wirklich, dass wir jetzt mit der Trefferwahrscheinlichkeit schon 2-mal kritisch verfehlt haben, ist aber schon auch ungewöhnlich. Hatten wir einfach auch Pech.
Die sind aber auch so zäh heute. Das ist furchtbar. Kommt's nur mir so vor? Oder sind die heute besonders zäh? Ah, die heißen zäher Alien. Das habe ich echt nicht gesehen. Ich schwör's euch. Das ist jetzt reiner Zufall. Das ist witzig. Vielleicht hat es mein Unterbewusstsein gelesen und deswegen. Aber die sind auch echt verdammt zäh. Das ist echt irre. Und die zermürben mich auch schon langsam. Die machen zwar nicht viel Schaden, meistens gar nichts, aber immer wieder mal so 2, 3 Trefferpunkte oder 12. Das merkt man schon. Vielleicht sollte ich doch noch einen Chat nehmen, schön langsam. Hey, weil ohne Witz, dass wir überhaupt einen von denen getötet haben, wundert mich gerade. Nein, jetzt reicht's aber. Wie oft landen wir denn noch kritische Fehlschläge? Jetzt ist der Hammer schon wieder runtergefallen. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Ist wirklich komisch, oder? Das ist jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr passiert und jetzt in dem einen Kampf gleich zweimal. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Ah, der Kampf nervt mich gerade. Das ist so unnötig, was hier passiert. Das ist wirklich so unnötig. So eine Ressourcen- und Zeitverschwendung. Ja, genau, ich werfe meine Stimpfix auf den Boden. Das ist eine gute Idee. What? Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst gerade. Okay, der Kampf wird immer schlimmer. Es ging damit los, dass der eine Alien irgendwie nicht mehr stirbt. Da steht zwar erst tot, er steht aber einfach nur da wie so eine Hülle. Und jetzt haben wir hier einen seltsamen Glitch. Dauernd fällt uns der Hammer runter. Ich glaube, irgendwas passiert hier gerade. Ich glaube, das ist eine Riesenverschwörung. Und wir sind das Zentrum. Na, endlich ist der mal tot, was ich auf den jetzt schon eingehämmert habe. Ich dachte, der stirbt einfach gar nicht mehr. Unfassbar, was ich auf den eingeprügelt habe. Wahnsinn. Oh. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Morgen finden wir raus, wo wir das letzte Mal gespeichert haben. Macht's gut, bis dann. Ciao.